Da hinten geht die Sonne auf. Und Das Dach ist nicht das Dach da. ist, das Dach baut. Uhu. Die Festung nimmt Gestalt an. Und gleich ist es zu. Das Loch muss ich lassen. Kein Holz mehr? Oder wolltest du für den Aufzug? Für den Aufzug. 1, 2, 3, 4. Was brauchen wir jetzt noch? 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, wieder perfekt bemessen. Okay. Soll ich noch Materialien holen? Mal gucken. Die Muni hast du jetzt für die. Sturm habe ich 50 und für. Für die Pistole habe ich 25. Okay, warte. So, da sind noch 160. Oh, scheiße, jetzt habe ich es fallen lassen. Da liegen 160. Okay, das dürfte reichen. Was soll ich noch holen? Was bräuchten wir jetzt noch? Gute Frage gerade. Ich baue gerade noch die Türen. Eisen? Oder? Eisen kannst du auf jeden Fall noch ein bisschen holen. Eisen können wir brauchen. Alter, achso, was ist das Ding, ey? Ja. Abgespaced. Oh, der Aufzug steht auch schon mal. Yay, ich bin auf dem Dach. Türen aber auch schon mal. Ach shit. Oh oh. Oh scheiße. Ich komm zurück. Ich muss eh gerade eh vergessen, Treibstoff zu holen, mitzunehmen. Verteidige die Base. Wuhu. Endlich mal mit Sturmgewehren, ey. Siehst du auch so einen Schleier hinter dir her? Echt? Achso, muss ich gleich mal gucken. Schön die Tür, ich bin an der Tür vorbeigelaufen. Ja, ich wollte eigentlich noch Fenster bauen, aber jetzt kommen wir erstmal Drohnen. Drones. Hä, wo sind denn die Tanks? Tanks? Die Treibstofftanks für die Sachen. Ja, das ist doch da in der Ecke, wo der Generator ist. Achso, da meinst du, genau. Energiekehrzellen da, diese Kraftstoffzellen. Nee, für die, für den Bohrer. Oder haben wir keine mehr? Ach so, nee, die müssen noch. Ich glaube, die sind noch drüben. Achso, okay. Da kommen die, Ja, zwei Stück. Oh. Wow, fuck! Die hauen aber rein. Alter, ich fällt nicht aus. Ist down. Alter Schwede. Oh, diese Lichter gemacht. Das ist jetzt blöd, wenn die oben. Auf dem Dach landet. Ja. Wir haben nette Sachen, aber die andere ist da hinten, na, dampft doch. Die eine ist auf dem Dach, was ein bisschen blöd ist. Wieso? Achso, wir haben einen Aufzug. Ja, ich war schon oben looten. Ich hab ja von oben geschossen. Ach so. Ich bin gekommen. Ich wollte mal die Pistolen einladen. So. Fensterblöcke, das ist jetzt die Frage. Die haben wir noch nicht gelootet, ne? Die andere. Die andere nicht, die habe ich. Ich habe nur die auf dem Dach, weil ich da eh gerade war. Ich hol die mal. So. Was haben wir hier? Metallkomponenten. Reaktorkern, ja. Sehr schön. Dann räume ich das erstmal alles ein. Kann ich hier auch eine leichte Rüstung wieder bauen?
glaube ich, gar nicht so schlecht. Kann ich mal kurz rein. Ran? Ja, warte. Jetzt hier. So, ja, gut. Du kannst total Fenster hier. So. Tue ich nämlich kurz die Sache rein, mache ich dann auf dem Weg. Achso, nee. Okay, so ist schon besser. Zack. Zack. Achso, was, ich warte eben auf die leichte Rüstung. Ich sie nämlich anlegen. Oh, shit, ich muss mal hier ein bisschen reparieren, ey. Reparieren, da. Die Base erwischt. Ballert hier. Oh, hier ist ein. Hä, wie lege ich denn die Rüstung an? Das ist eine ganz andere Sache. Kannst du die einfach da reinziehen? Nee, irgendwie nicht. Nee, ich hole jetzt erstmal Materialien. Ganz schön getroffen hier, die Arschgeigen. Boah, hier ist voll zerdutscht. Sehe schon, wo die Rakete eingeschlagen ist. Ey. Ach fuck, jetzt habe ich. Ach, jetzt kann ich schon wieder umdrehen. Ich habe vergessen, die Tanks zu holen. hier ist auch ein dickes Loch drin. Mal Zweck drum kümmern, dass wir hier wenigstens so Schütze aufs Dach kriegen. Boah, jetzt haben die hier alles weggepfeffert. Die haben mit Raketen geschossen, ne? Ja. Mir wieder die Außenhaut ein bisschen. Na, ja, gut getroffen. So, jetzt aber zum dritten Mal fahre ich dahin. Das ist ganz cool, wie sich die ganzen Blöcke so deformieren, wenn die schädig sind. Ich hoffe, ich habe jetzt wieder alles dermaßen hingekriegt. Von hier aus. Oh Gott! Oh oh! Da war gut einer eingeschlagen. Da oben qualmt's noch. Jo. Ich baue ab. Oh, jetzt habe ich aber, glaube ich, alles repariert. Lieber nochmal auf dem Dach. Oh, du Scheiße. Und das letzte Fenster steht auf. Das Dach hat tatsächlich nichts abbekommen. Schön. So, Geschütze bauen, definitiv. Geschütze. Was haben wir denn? Da, Kanonengeschütz. Hat zwei Stück. Noch eine Munitionskiste. Ja, alles hier. Bitte, ist hier da Munitionskiste. Und dann noch die passende Muni dafür. Was braucht das geschützte 30 mm Kugel. Da. Bam, Schuss. Ein bisschen dauern. So,
So, für Holzblöcke haben wir noch 100. Da. Da kommt jetzt noch jemand. Blink! Keiner kriegt ja. Kriegt die runter. So. Mehr abbauen, mehr abbauen. Ich hoffe, der speichert unseren Spielstand hier auch. Oh, sollte eigentlich. Ja, speichert er. Kann man irgendwie manuell speichern? Nee, das speichert glaube ich dauerhaft. Also. Ah, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6. Jetzt habe ich Eisen. Wie viel habe ich Eisen und Eisen? Ja, warte. Mach noch 200 voll. Ah, es geht sogar. So, Motorrad, dann hole ich nämlich noch. Was habe ich jetzt noch? Ach, dann, wenn ich auf dem Weg bin, gucke ich noch Kupfer. Oh nein. Okay. Lebst du noch? Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass mein Motorrad gerade feststeckte. Da, sehr schön. Vielleicht ist jetzt noch alles im Holz. So, Kupfer, Kupfer abbauen, Kupfer abbauen, Kupfer abbauen. Level 9. Level, Level 8. Ein Baum, wie blöd. Oh Mann, jetzt sag ich nicht, das ganze Sache, das reicht jetzt nicht dafür. Oh, das reicht ganz knapp nicht, also hat sich gehört. Aha, toll. Was ist jetzt drin? Holz! Holz! Oh, Essen! Ich darf auch nicht angegriffen werden. Ich find's hier fair, wenn du stirbst, dass du einfach direkt neben deiner Leiche spawnen kannst. Das finde ich gut. Jetzt fehlt echt ein paar Plätze.
wäre schön. Munitionskiste kann ich eigentlich hinstellen, wo ich will. Hauptsache, die ist in der Bude, ne? Ja, ich glaube schon. Wow! Was denn? Unser Dach hält die Kanone nicht aus. Das heißt, was ist passiert? Die ist ins Haus gestürzt. Oh nein. Oh Mann! Okay, wenn ich sie ganz an die Ecke stelle, geht das wohl. Toll, jetzt ist mir nur eine Kanone natürlich flöten gegangen. Scheiße. Boah, wie mies. Ich guck unter die Kanone, der Boden liegt schon so langsam nach. Weg war sie. Was ist ätzend, dass man das Kupfer immer wieder aufheben muss, ey. Ja. Wir brauchen diese scheiß Neodymium-Erz, damit wir die Zweier machen können. Dann haben wir das Problem. Okay, zwei Stück. Hält erstmal eine Weile. Ich muss noch eine zweite Tür bauen. Eine dritte Tür bauen. Tür da. Oh nein. Ich komme gleich auch zurück. Ich komme jetzt zurück. Komm ich denn nochmal in die Einstellung? Da, komm ungefähr. Eingeschützt steht auf jeden Fall. Hoffe, das wird jetzt bringen. Ach, komm. Das zweite ist ja leider in die Basis gestürzt. Also wenn man sich echt an die Grafik gewöhnt, sieht's echt schön aus. Das muss man ehrlich sagen. Ja, irgendwie schon. Ich habe jetzt einfach mal das Geschütz selber bemannt. Das ist cool, man kann einfach an die Geschütze gehen und dann selber lenken. So. Die scheinen ja immer von irgendwo unten rechts zu kommen. Ja, da ist ein Drohnenlager, oder? Echt? Das sehe ich irgendwo gar nicht. Ich sehe da unten die Farm. Achso, nee, sehe ich doch nicht. Da ist nur ein Außenposten. Ah, von Süden kommen sie jetzt. Oh, jetzt kommen sie von woanders. Bin verwirrt. Ah, die Minimap, nee, die kommen wieder von da. Die Minimap dreht sich bei mir nicht mit, wenn ich im Geschütz sitze. Das ist voll verwirrend. Boah. Autsch. Bin tot. Bin tot. Okay. Abgewehrt. Ich bin tot. Oh Mann. Oh Mann. Also, Geschütz selber bemannt ist gar nicht mal so berauschend. Jetzt hat's ja geschafft, aber. Ich sah dabei nicht so gut aus. Okay, warte. Darf ich mal alles hier rein? Was wieder alles einsortieren hier. Bohrer, Säge, Multiwerkzeug. Aua. Hat ganz schön viel. Die ganze Scheiße reparieren. Das Geschütz, der Geschützturm hat natürlich keinen Schaden bekommen. Dafür war alles drumherum. Oh,
Luke hat sich den Aufzug zerlegt. Hast du die beiden schon gelootet? Ja, ich hab's auch schon reingetan. Sehr gut. Ich hole noch ein bisschen Prometheum-Erz. Oh, minimal Holz. Hier habe ich 5 Blöcke, voll nervig. Nicht eigentlich. Auch, ja. Und das Loch, was ich gemacht habe. Ah, ich komme an diesem scheiß Stein nicht vorbei mit dem Motorrad so. Alles ganz. Ach komm. Häng an dem nächsten Stein fest. Und am nächsten. Nee, immer noch im selben, dreimal hintereinander, ey. Ach scheiße. Ist der Treibstoff noch in dem, Ja, in dem alten. Im alten, okay. Oh, ist auch nicht mehr viel da, ne? Mhm. Bist du mit Neodymium jetzt? Vielleicht sollten wir mal so irgendeine Basis. Na gut, da haben wir noch keinen Radwerfer, ne? Ah. Bin ich den Radwerfer schon leer? Technikbäume. Bisschen der Radwerfer. Da. Ab Level 10. Level 10 können wir Radwerfer lernen. Ah, okay, das ist ja nicht mehr so lang. So, ganze Bäume fällen. Gib mich Holz. Zurück. Ah. Na, die Basis ist schon wieder relativ groß geworden. Ja, flott. Hey, warum ist ein Rand um mein Motorrad? Ein Rand? Ja, das hing irgendwie halb im Boden. Wahrscheinlich noch eine Rakete erwischt. Ah, das gefällt mir. So. Hier noch hier hin, super. Der Muni. Okay. Okay, so wie viel Prometheum-Erz habe ich jetzt? 100 noch voll, so. Ja, fast. Na. Ah, das sind mehr Dinge im Erz, wirklich. Das ist noch. Hast du die leichte Rüstung jetzt eigentlich angezogen bekommen? Nee. Ich muss gleich nochmal gucken. Okay, ich hole nämlich jetzt noch Magnesium-Erz. Alter Schwede. Das sieht echt gut aus. Als wenn man sich daran gewöhnt hat. Gerade jetzt so, wo es neblig ist und windig. Das mit dem Wind ist schon echt geil. So. Bin ich jetzt so über die Berge gucke. Schon ganz schön. Wir haben jetzt erstmal 4 Geschütze auf dem Dach. Sollte erstmal reichen. Jetzt alle noch.
Stack, 300 Schuss in jedem. Und noch 500 Reserve. So, und jetzt sollte ich auch genügend Restholzblöcke haben. Die Landeplattform ready ist. So. 1, 2, 4. So. So, Landeplattform ist auch ready. Da. Abbauen, abbauen, abbauen. Freue ich mich auf die ersten und wenn wir die ersten Camps angreifen. Jo. Achso, wir haben kein Magnesiumpulver mehr. Ich hole gerade Magnesium. Das ist sehr gut, brauchen wir auch. Naturschutz. Auch nicht schlecht. Anzugstation. Gesundheit. Ich denke, wahrscheinlich ist eine Anzugstation, um den Anzug anzuziehen. Achso, das kann sehr gut sein. So. Jetzt ist auch mein Bohrer leer. Einfach Blöcke, Lichtblöcke. Ich glaube, solange ich noch Zeit habe und es noch hell ist, mache ich auch noch den. Hol ich auch noch Holz. Brauche ich mal Anzugstation, eine Reparaturstation, wenn ich schon bei bin. Eine Klon. Kammer? Noch keine Heilungskammer? Wäre sinnvoll. Ja, da haben wir erst mit Level 10. Okay. So, jetzt kann ich zurück. Ich hab. Einiges dabei. Mein Gott, es gibt Artilleriegeschütz. Oh, nichts Wasser! Okay. Tipp Lasergeschütz. Doof. Ja. Es gibt Lasergeschütze. Krass. Es gibt jetzt Konstruktor groß, verbesserte Konstruktor, Schmelzofen. Hä? Wie mit mir Schmelzofen wäre für mich der erste Punkt. Für mich schon. Warp-Antrieb, Treibstoff fand ich ja gut. Ich hab gesehen, dass einer sich, kennst du bei Star Wars den Warp-Aufsatz, wo der im Weltall so, ja, andockt und dann mit dem so ein Überlicht aus geht. Dem zweiten Teil. So einen hat sich einer hier bei Imperium gebaut, der dockt dann da drauf an mit seinem Warp-Antrieb und Tank und alles dran. Das ist und ja dann geil. Fliegt er damit los. Und dann kommt er wieder in seinem Gebiet raus, dann dockt er davon ab und fliegt weiter. Das ist die Landeplattform. Bohrgeschütz? Was ist ein Bohrgeschütz? Die Geschütze, geil. So, okay. Warte, ich tu mal kurz die Materialien rein. Jo. So. Ich glaube, das war's schon. Ja. So, jetzt aus. Holzblöcke. So. Die Pistole, Texturpistole, Lichtblöcke. Und. Eine. Wo packe ich den jetzt am besten hin? Packe ich mal so hier in die Ecke. Zack. Ah, hier ist jetzt eine Anzugstation. Lol. Was denn? Ja, man kann die ausziehen, den Anzug. So, hier kannst du jetzt ausziehen. Ach, stimmt.
Oh, jetzt bist du nackig. Also. Ja, jetzt kann ich auch den neuen anziehen. Da kann ich auch Booster reinsetzen. Achso, das konnte ich vorher auch schon. Nein! Oh, falsch gesetzt. Ah, ich krieg jetzt die kompletten Blöcke wieder, das ist cool. Damals hast du immer nur Komponenten wiederbekommen, hast du mich voll aufgeregt. Du musst die Dinger wieder bauen. Ey, wieso hat das sich jetzt gedreht? So. Okay, ich würde auch sagen, das war eine Abbaufolge. Man sieht, es nimmt sich so langsam Struktur an. Was heißt so langsam? Eigentlich schon ziemlich. Wir haben hier vier Geschütze drauf. Hier unten ist eine Landeplattform und wir haben eine Anzugstation und noch vieles mehr, ein Aufzug. Lichter. Die Nacht kann kommen. Oh, warte, oh. Nee, das machen wir noch. Ja. Die kommen jetzt. Obwohl, lass uns zugucken. Wir sehen, wie unsere wundervollen Geschütze das machen. Guck ich mir jetzt an. Von oben. Hier sieht man, so kann man die Geschütze steuern. Oh, sind die sensibel. Ja, die sind sensibel. Ja, und ja, wie gesagt, ihre Drohne hat direkt das Geschütz geschossen und war sofort tot. Achso, ja, okay, das ist im Geschütz sah. Wenn du jetzt ins Geschütz gehst, sehe ich dich dann da irgendwie? Siehst du mich? Nee, sehe ich nur daneben stehen. Okay. Neblig, wir warten auf den Krieg. Kommt. Wow. Was? Schon? Die haben die Abschaffung abgeschossen. Man sieht die überhaupt nicht. Man sieht nur den Nebel da, also den Rauch aufsteigen. Was? Okay, die holen wir uns noch. Drei Stück. Alter Falter, ey. Die holen wir uns noch, bevor es richtig dunkel wird. That escalated quickly. Voll, dass die aus so einer Entfernung schießen. Ja, aber ich hab jetzt auch nicht gerechnet, ey. Alter Schwede. Das ist schon ein bisschen hardcore, ey. Okay. Das gab noch mal einiges an Komponenten. Sehr gut. Alles gebraucht. So. Okay. Jetzt gehe ich nochmal hier hoch. Die Sonne geht unter. Und das war es jetzt aber mit dieser Folge. Man sieht da hinten noch die Drohnen. Im Hintergrund rauchen. Das Sven verschönert hier gerade. Gar nicht so leicht. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao. Hallo.